Die Wiederaufforstung von Wüstengebieten ist ein entscheidender Faktor im Kampf gegen Umweltzerstörung und Klimawandel. Dieser innovative Ansatz zielt nicht nur darauf ab, die Wüstenbildung rückgängig zu machen, sondern auch darauf, unwirtliche Gebiete in produktive Grünflächen zu verwandeln. Die Umwandlung von Wüsten in bewaldete Gebiete mag aufgrund schwieriger klimatischer Bedingungen wie Wasserknappheit und schlechter Böden schwierig erscheinen, aber technologische Fortschritte und Techniken zur Wasserentsparung haben dieses Unterfangen möglich gemacht. Projekte auf der ganzen Welt zeigen, dass es mit dem richtigen Ansatz möglich ist, selbst die trockensten Gebiete wieder aufzuforsten. Bei diesen Projekten werden häufig Techniken wie Regenwassersammlung, effiziente Topfbewässerung und die Verwendung trockenheitstoleranter Pflanzenarten, die in trockenen Gebieten heimisch sind, kombiniert. Durch die Installation dieser Systeme kann ein Mikroklima geschaffen werden, das das Wachstum der Vegetation begünstigt und mit der Zeit zu fruchtbareren Böden und einer besseren Wasserrückhaltung führen kann. Die Wiederaufforstung der Wüste erhöht nicht nur die biologische Vielfalt und bekämpft die Wüstenbildung, sondern bringt auch erhebliche sozioökonomische Vorteile mit sich. Sie bietet den lokalen Gemeinschaften Nahrungsmittel, Ressourcen und Arbeitsplätze und trägt so zu ihrer wirtschaftlichen Entwicklung bei. Außerdem dienen die angelegten Wälder als Kohlenstoffsenken, indem sie Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen und die Auswirkungen des Klimawandels abmildern. Wichtig ist, dass diese Projekte eine sorgfältige Planung und ein langfristiges Management erfordern, um ihre Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit zwischen Regierungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Wissenschaftlern und lokalen Gemeinschaften ist daher unerlässlich, um die mit der Wiederaufforstung von Wüstengebieten verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. In der Sahara-Wüste gibt es seit Jahren Methoden und Projekte, um sie in eine landwirtschaftliche Oase zu verwandeln. Die Sahara ist die größte heiße Wüste der Welt. Sie erstreckt sich über eine riesige Fläche von 9 Millionen Quadratkilometern in Nordafrika und trennt die zentralen und nördlichen Regionen des Kontinents. Mit einem Alter von 2,5 Millionen Jahren ist ihre Fläche groß genug, um die Vereinigten Staaten von Amerika zu bedecken. Sie erstreckt sich von den Ufern des Atlantiks bis zu den Ufern des Roten Meeres. Heute ist die Sahara-Wüste trocken und fast unbewohnbar. Doch einst war diese Region von einem Sahara-Regenwald bedeckt. Vor etwa 10.500 Jahren war die Sahara-Wüste eine Region mit viel Grün, reichlich Wasser und einer großen Vielfalt an Leben. Zwischen 7.300 und 5.500 Jahren begannen jedoch die Niederschläge abzunehmen und die Region wurde immer trockener. Viele Experten sind der Meinung, dass der Mensch eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Sahara gespielt haben könnte. Unsachgemäße Praktiken in der Landwirtschaft und der Tierhaltung könnten zu ihrer Entstehung beigetragen haben. Häufig wird jedoch der Klimawandel als Hauptursache für die dramatischen Veränderungen in der Sahara genannt. Aber kann die Sahara-Wüste wieder so grün und fruchtbar werden wie früher? Zunächst einmal ist diese Verwandlung tatsächlich möglich, und es gibt Methoden, die in diesem Prozess eingesetzt werden können. Lassen Sie uns zunächst über Wassermanagement und Bewässerungssysteme sprechen. Um in der Sahara-Wüste Landwirtschaft zu betreiben, muss das Wasser effektiv verwaltet werden. Dazu gehört das Sammeln und Speichern von Wasser sowie die Installation von Bewässerungssystemen. Es ist von entscheidender Bedeutung, Grundwasserquellen zu nutzen, Regenwasser zu sammeln und effiziente Bewässerungsmethoden wie die Tröpfchenbewässerung einzusetzen. Auch die Kontrolle des Salzgehalts ist wichtig. Der Salzgehalt des Bodens ist in der Sahara-Wüste hoch. Daher sollten Entsalzungsmethoden eingesetzt werden, um den Salzgehalt zu verringern. Die Reinigung salzhaltiger Böden, die Verhinderung der Salzakkumulation und der Anbau salztoleranter Pflanzenarten sind in diesem Prozess von entscheidender Bedeutung. Außerdem sind Windschutz und Bodenerosionskontrolle von entscheidender Bedeutung. Windschutzstreifen, Aufforstung und Bepflanzung sollten eingerichtet werden, um Winderosion zu verhindern und so den Bodenverlust zu verringern und landwirtschaftliche Flächen zu schützen. Auch die Auswahl der Pflanzen, die in der Sahara-Wüste angebaut werden sollen, ist entscheidend. Trockenheitsresistente, wassersparende und salztolerante Pflanzen sollten bevorzugt werden. Schließlich sollten langfristige, nachhaltige landwirtschaftliche Projekte mit Blick auf den Klimawandel konzipiert werden. Mithilfe von Klimamodellen und Datenanalysen sollten landwirtschaftliche Methoden entwickelt werden, die für künftige Klimabedingungen geeignet sind.
Durch die Umsetzung dieser Methoden kann die Sahara-Wüste tatsächlich in ein grüneres und produktiveres landwirtschaftliches Gebiet verwandelt werden. Die Idee, die Sahara-Wüste zu begrünen, ist nicht neu. Pläne für die Landwirtschaft in der Sahara-Wüste werden schon seit Jahren vorgeschlagen. Es gibt jedoch ein Projekt für die Sahara, das besonders faszinierend ist. Schauen wir uns dieses ehrgeizige Vorhaben einmal genauer an. Die Wüste Sahara hat schon immer Aufmerksamkeit erregt, da sie eine gewaltige Barriere zwischen dem Mittelmeer und Afrika darstellt. Zahlreiche Projekte wurden entwickelt, insbesondere in der Katara-Senke, die sich im libyschen Wüstenbecken nordwestlich von Ägypten befindet. Die Katara-Senke ist einer der tiefsten Punkte der Welt und liegt 133 Meter unter dem Meeresspiegel. Aufgrund dieser geografischen Gegebenheiten ist die Region nahezu unbewohnt. Das Konzept, diesen trockenen und trostlosen Ort in ein totes Meer zu verwandeln, hat viele fasziniert. Mit diesem Meeresprojekt könnte das trockene und unfruchtbare Land der Sahara-Wüste möglicherweise wiederbelebt werden. Diese Idee wurde erstmals von John Ball im Jahr 1927 vorgeschlagen. Nach diesem Projekt sollte Wasser aus dem Mittelmeer in die Katara-Senke transportiert und ein Wasserkraftwerk zur Nutzung dieses Wassers gebaut werden. Das Projekt verzögerte sich jedoch aus verschiedenen Gründen und wurde 1964 von dem deutschen Ingenieur Friedrich Basler wiederbelebt. Der Plan sah vor, das Wasser durch Kanäle und Tunnel in die Katara-Senke zu leiten, die etwa 55 Kilometer vom Meer entfernt liegt. Das durch diese Tunnel und Kanäle in die Senke geleitete Wasser sollte dann zur Stromerzeugung genutzt werden. Das Wasserkraftwerksprojekt von Basler, das am Meer und in der Senke gebaut werden sollte, war für eine Stromerzeugung von 6.800 Megawatt ausgelegt. Da die Kosten für den Bau von Kanälen und Tunneln jedoch immer höher wurden, begann man über alternative Lösungen nachzudenken. Die größte Herausforderung des gesamten Projekts war der Mangel an Wasserreserven in der Senke. Außerdem erwiesen sich die Kosten für den Transport von Wasser durch Tunnel und Kanäle als unerschwinglich hoch. Basler schlug daraufhin vor, für den Aushub nukleare Explosionen zu verwenden. Beim nuklearen Aushub wird eine Reihe von im Boden vergrabenen Sprengsätzen gleichzeitig gezündet, um einen Kanal vom Meer zur Senke zu schaffen. Die zur Detonation vorgesehene Atombombe war jedoch 100-mal stärker als die Atombombe von Hiroshima. Sie hätte die Region auf Jahre hinaus schwer geschädigt, alles Leben in der Region vernichtet und die Mittelmeerküste stark beeinträchtigt, was zu einem Rückgang der Vielfalt der Meeresbewohner geführt hätte. Angesichts dieser schwerwiegenden Folgen lehnte die ägyptische Regierung die Idee eines atomaren Meeres ab und sagte das Projekt ab. Seitdem sind die Sahara-Wüste und die Katara-Senke, eine der tiefsten und trockensten Regionen der Welt, ausgetrocknet. Haben Sie eine Lösung für das Projekt, ein Meer in der Sahara zu bauen? Wenn Sie eine bessere Idee als den Einsatz von Nuklearsprengstoff haben, vergessen Sie bitte nicht, sie uns in den Kommentaren mitzuteilen.